Hi Leute, hier ist wieder General Paul, wieder mit Arcator und einem Freund über Brickforce und wir werden jetzt einfach mal starten. Heute sind wir auch wieder zusammen. Und da Arcator noch nicht so gut ist, sage ich jetzt mal, hat nur Hanna, oder ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, sich bereit erklärt, gegen uns beide zu kämpfen. Finde ich nett. So, und... wir laden hier beide mal so nach. Und dann ist er der Sieger aus diesem Kampf. Ach, schade. Komm schon, komm. Manu, ich möchte ihn mit der Kleinen jetzt mal umkillen. Also gesagt, umballern. Knall, knall, knall. Ich habe es geschafft. Wir nehmen mal seine Waffe, die sieht ja auch mal geil aus. Ja, ich behalte mal die hier. Ich finde... oh, ich bin ja hier genau in seinem Schiff. Und Arcator hat hier schwere Schäden erlitten. Ich höre ihn hier die ganze Zeit rumlaufen. Bin ich schlecht? Nö. Könnt ihr auch mal schreiben, findet ihr den Arcator schlecht? Sagen wir es mal so, der hat ja auch, also unser Gegner hat ja auch viel bessere Waffen. Und ich sage, ich gehe jetzt einfach mal auf unseren Sniper. Ich habe ja ein Scharfschützengewehr, warum nehme ich das dann nicht zum Snipern? Ich will mich jetzt verarschen. Wisst ihr, was lustig ist? Ich wurde noch nicht einmal richtig auf dem Schiff gespawnt. Und was sage ich? Jetzt bin ich da. Ich glaube, die Community hier hört mit. Hallo, ich will ein Premium umsonst werden. Jetzt muss ich nur verhindern, dass er mich sieht. Macht ihr wirklich ein Let's Play? Ja. So, Arcator, schreib du ihm auch nochmal, dass wir wirklich eins machen. Ich habe Sichtkontakt verloren. Wie renn ich nochmal? Doppel auf W. Oh, war das knapp. Scheiße. Ja, läuft. Auch wenn wir viel schlechter als der sind. Arcator schreiben. Ja. Finde ich auch immer cool, wie er das sagt. Feind gesichtet. Ach, Kacke. Team Paul Bowser, Attacke. Team Paul Bowser, Feind eliminiert. Team Paul Bowser. Ah, ich werde hier angeknallt. Das hat gerade abgeknallt. Ah, Hilfe, Hilfe. Und wisst ihr was? Ich nehme jetzt einfach mal ganz frech, wie ich bin, einen Heiltrank. Das hast du mir nicht gerechnet, gell? Oh, Rambo, yeah. Ich habe einen Ramborghini. So, und wo ist er denn? Ah, ich werde hier abgeknallt. Gehen wir mal hier hoch, vielleicht sieht er uns gar nicht gleich. Aber es ist eigentlich logisch, dass wir da hochgehen, oder?
Ah, Granate, Granate, Granate. Oh Gott. Akato, hoffentlich kommen noch Leute. Ja, da kann ich nur sagen, der Raum ist 2 gegen 1. Wir können es aber auch mal so sagen. Er hat es ja freiwillig gemacht, finde ich auch ganz cool von ihm. Und ich bin tot. Geht doch gar nicht, ja. Genau. So. Baller, baller, baller. Ach so. Und jetzt explodiert sie und sie macht ihm keinen Schaden, weil er da nicht mehr steht. Und das findet der Paul Bowser gar nicht nett. Das findet der Paul Bowser sehr, sehr unhöflich. Oh, das hätten wir getan. Man schießt nicht auf Leute, besonders nicht, wenn sie fremd sind. Aua. Das hat mir jetzt ganz arg weh getan. Das muss ich ihm auch wehtun. Rache ist Blutwurst. Ist er? Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Ah, wie eine Pussy. Hab keine Muni mehr. Tja, dann, Akato, musst du halt irgendwie gucken, dass du verreckst. Es war jetzt ein bisschen hart, aber es stimmt. Vielleicht mal gucken, ob du das Magazin vergrößern kannst nachher. Ah, gut. Wo bist du? Wer? Ich weiß, ich habe das Fragezeichen vergessen. Wer? Du? Du hast mich doch gefunden. Oh, ja, gut. Sabalot. Das darf aber nicht, wo soll. Ich glaube, die wollen mich ja verarschen. Ah, der Akato. Der buhlt da. Der sucht da unten im Schiff. Ah, ich sehe ihn. Na, Akato, was machen? Ich gebe dir einen Tipp, muss irgendwie hochkommen. Es gibt dann irgendeinen Weg, wo du hochkommst. Boah, jetzt hoffe ich die ganze Zeit zu dem nicht rum. Das macht mich ganz wirr am Kopf. Mann! Ich schreibe jetzt einfach mal ja. Ich bin ja ein Mann. Ein Let's Play-Mann. Oh. Akato hat's erwischt. Ich wiederhole, Akato hat's erwischt. Wir müssen hier sofort. Hört ihr das? Der ist genau hier irgendwo. Der wartet jetzt auf den Moment, dass ich ihn nicht sehe, aber er mich. Ist Akato. Okay, danke Akato, ich weiß, wo er ist. Und kommt es euch das jetzt an? Wow. Wie war denn das jetzt? Was war das jetzt? Na, genau gesagt. Der geht wahrscheinlich nach da. Komm, ich gebe ihm jetzt den Anschein, dass ich da gar nicht da bin. Blöder Anschein, dass ich gar nicht da bin, gell? Aber es nützt mir auch nichts, der wird mich eh entdecken. Ein guter Schütze trifft auch ein bewegliches Ziel. Bin ich ja kein guter Schütze. Och, Paul Bowser ist ein ganz guter Schütze. So, wie komme ich hier rein? Jetzt müssen wir mal unseren Experten fragen, den Akato. Und ich werde ja Hilfe. Was ist denn das jetzt hier, ein Scharfschützenduell oder was? Wie geil war das denn jetzt? Wir ballern da beide und treffen uns aus einem Meter Entfernung nicht. Ich räche dich. Rache. Jetzt hat er meine Waffe nicht mehr. Das hätte nämlich großen Schaden anrichten können. Ich gebe aber zu, die ist nicht von Natur aus so gut. Die ist auch geupgradet. Und ich will jetzt endlich auf diesen scheiß Panzer hier hoch. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Au, 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 au. Das hat weh getan. Und das hat auch weh getan.
und nicht mehr lang zu spielen. Ich hab keinen blassen Schimmer. Bin ich drauf? Ich bin im Panzer! Ich bin im Panzer! Ich bin im Panzer! Ich bin im Panzer! Ich bin das Feuerfest, ja. Ich bin jetzt in dem Panzer. Ich will's nicht verrecken. Ich muss leider sterben. Und das war nochmal eine coole erste Runde. 9-17. War sehr, sehr spannend und wir bekommen keine Force Punkt. Keine Force Punkt. So, wechseln wir mal. Wir machen heute mal was anderes. Und zwar machen wir heute mal Zombie. Dann machen wir, ja, kommen wir mal 5 runter. Kanal. So, wie heißt der Kanal? Schreibe ich ihm nochmal. Wie heißt der? Wollte schon sagen. So. Seid bereit. Machen wir beide schon mal Start. So, und für alle, die es nicht wissen, vielleicht konntet ihr es nicht lesen, hier gibt es dann halt einen Spieler, der wird zum Zombie. Und die anderen müssen halt die ganze Zeit überleben. Das wird nicht so schwer. Ja, da. Ich werde zum Zombie. Okay, wer ist der Zombie? Ah, da, Kato. Ich hab mal rüber geluckt. Boah, war das jetzt knapp. Ich wäre hier fast drauf gegangen. Scheiße. Und ich sehe ihn auch nicht. Es ist ein bisschen beunruhigend hier. Ich mache ja gerade mal so ein bisschen hier Rennen. Arcata Tutorial Tom. Aber ich glaube, Arcata reicht auch, wenn man es eingibt. Ich habe hier den Tom, Tutorial Tom Arcata gesehen. Der müsste jetzt aus diesem Haus raus. Zur Info, du hast jetzt 400 Leben. Jetzt nicht mehr. Scheiße. Infizier mir jetzt nur nicht den Wander. Ich probiere es mal mit der Kleine. Aber ich gebe es mal ehrlich zu, ich bin als Zombie auch eine totale Niete. Aber ich würde zum Gegner rennen. Getroffen. Cool, ich habe jetzt 6 Schüsse erhalten. Und der nur. Ist der nur Handa bei mir? Wo ist der? Das war ganz blöd gefragt, ehrlich. Wo ist der? Seh den nicht. Gib dem bitte einen Headshot. Warum soll ich dem jetzt einen Headshot geben? Ich habe keine Ahnung, wo der Kator ist. Schreib mal, wo du bist. In welchem Haus, wie es ungefähr aussieht. Die dünne Holzdinger links kannst du einschlagen. Die Holzkasten da. Keine Ahnung, ich komme hier nicht raus. Genau. Hä? Ich meine, es gibt ganz schön viele. Zack. Oh, Herrgott. Ich treffe den nicht. Ich glaube, die Zombies haben aber auch Geschwindigkeit. Weil ihr seht... Ah, ne, der Kator rennt einfach die ganze Zeit. Aber irgendwann, wie jetzt, kann er nicht mehr rennen. Komm, nur noch 10 Sekunden, dann Hämmers. Yeah. Hetzos. Nein. Komm schon.
Nein! So knapp, so knapp. Ich hätte es fast geschafft. Es tut mir leid, mein Freund. Ich habe ihm keinen verpasst. Kein Zombie. Jo! Wer ist es? Oh, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir nämlich hier einen geübten Zombie-Spieler. Zumindest geübt ist er. Und ganz ehrlich, das ist eigentlich blöd, was ich hier mache, auf den Baum hochzugehen. Akator, komm schnell hier hoch auf den Baum. Da, du siehst mich. Guck einfach nach oben. Komm hier hoch. Wenn der jetzt kommt, dann sind wir angearscht. Aber wenn stinken, sterben wir zu zweit. Da ist so eine Leiter, genau. Und jetzt komm einfach hoch. Prima. Paul, ich bin gleich hinter dir. Was? Cooles Spiel. Hä, wieso ist der gleich hinter mir? Spring hoch. Wo ist der? Genau, ich gehe nochmal runter. Ich glaube, das ist mir hier ein bisschen ungeheuer. Das ist mir überhaupt nicht geheuer hier, aber ich habe ihn gesehen. Akator, pass auf, der ist da hinten bei diesem weißen Haus. Hau ab, ich mag dich nicht. Ich will kein Zombie werden. Nein. 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 Ui, jetzt machen wir den Akator kalt. Attacke. Zombie win. Oh, andere Waffe, ganz schnell andere Waffe. Sniper, Viper. Komm, jetzt bin ich am Anfang der Zombie, das wär's. Hol mir gerade mal Sniper. Das war klar. Okay, wo ist er, der Akator? Ich höre schon Schüsse auf mich. Oh, da ist er. Da ist er, der Akator. Und schon bist du ein Zombie. Wie das aussieht. Nein. Doch. Ja, ich habe sie besiegt. Doch. Wer ist? Das ist nicht genau in dem. Ich bin's cool. Ich weiß ja, wo er ist. Hier ist er nicht. Ich weiß doch nicht, wo er ist. Komm hier auf den Akator, das wird doch geil. Fick. Sagt man nicht. Oh. Das hat jetzt wehgetan. Okay, Akator. Ich gebe noch einen Tipp. Ein Zombie macht es nie Sinn, sich irgendwie zu verschanzen, weil wenn man jetzt mit richtig vielen spielt, kesseln die einen ein und man kommt nicht mehr weg. Also an alle, die schon mal probiert haben, bleibt einfach in Bewegung. Das ist der beste Weg. Super gemacht. Das hier ist richtig geil hier. Und ich werde jetzt wieder zum Zombie, weil das kann ich ja nicht gebrauchen. Ach du Scheiße, Staccato, ja. Wir stecken etwas. So. Wie schaut jetzt Brickman gewonnen?
Achso, die Zeit ist jetzt aus. So, ich bin Teambester. So, und das Let's Play hat mal wieder ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat's gefallen und damit verabschiede ich mich herzlich. Danke fürs Gucken und ciao.